Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 als die Gummibaum-Dynastie und im Speziellen als Herzog Grrgr von Teddy. Herzog Grrgr, Gummibaum von Teddy, wenn man genau sein will. Wir haben uns bereits verlobt mit deiner 12-Jährigen. Dachte ich, wollte ich. Oh, ich habe noch nicht auf weitergeben, deswegen ist das alles noch nicht passiert. Habe ich aber schon gemacht, letzte Folge. Ich hoffe, das wird jetzt auch angenommen, sollte gemacht werden. Und dann werden wir uns hier auf Graf Kumamon von Kuma stürzen. Ich gehe mal die Zeit auf 3 hier. Wollen nichts überstürzen, aber allzu langsam muss es jetzt eigentlich auch nicht gehen. Ja, ja, wir haben unsere Verlobung. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Ich habe beschlossen, euren Vorschlag für eine Ehe zwischen Herzog Gurgur und Bobo anzunehmen. Best. Wir haben eine Bobo geheiratet, scheinbar. Grünwählerin, die im 6. Bezirk wohnt. Egal. Weiß ich, gibt es in Deutschland auch den Ausdruck Bobo? Oder ist das österreichisch? Ich weiß es nicht. I'm not aware. Okay, wieso? Was warte ich eigentlich? Let's go. Krieg erklären. Junge, hast du jetzt einen Pakt? Nein. Das war eben der Jura-Anspruch auf Kuma war besser als der auf Teddy, weil uns der weniger beziehungsweise gar kein Prestige kostet. Also let's go, dann werden wir gleich mal unser gesamtes Militär hier ausgeben. Und ihr sammelt euch mal hier. Nehmen wir mal an, er wird das gleiche tun. Ja, wir haben schon relativ große Schlachten. Die alte Wunde, sehr gut. Die alte Wunde ist endlich verheilt und hat eine ziemlich groteske Narbe hinterlassen. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr verwundet, stattdessen sind wir vernarbt. Das heißt, wir haben keinen Gesundheitsmalus mehr. Was gut ist, weil wir momentan tunlichst nicht abkratzen sollten. Und monatliches Prestige plus 0,1 ab jetzt und Meinung durch entgegengesetzte Merkmale plus 10. Was? Okay. Sure. Ich dachte eher, andere Vernarbte finden das cool. Jemand, der nicht vernarbt ist, findet mich jetzt cool. Weil ich ein Badass bin. Okay. Der Koch hat ein hervorragendes Mahl vorbereitet. Mit vielen verschiedenen Früchten, verschiedenen Fleischsorten, reichlich frisch gebackenem Brot und verschiedenen reifen Käsesorten. Ich würde ja versuchen, Maß zu halten, aber das Essen ist zu gut. Gesundheit plus 0,5. 70%, dass ich gefräßig werde. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Minus auf Verwaltung, Kirchenmeinung, Attraktionsmeinung. Und nur gleiche Merkmale möglich wieder. Ich stille meinen Hunger mit Wasser und Brot. Gemäßigt. Ja, ja. Ich brauche auch die Gesundheit nicht unbedingt gerade. Ich habe die doch eh erhöht. Meine Grundgesundheit ist eh schon höher als bei anderen. Und wir haben die Wunde nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich extrem gesund. Und ich bin gemäßigt geworden. Wunderbar. Das heißt, wir verwalten ein bisschen besser. Die Kirchenmeinung ist besser von mir. Und das Einzige ist, dass Gefräßige mich nicht mögen, oder? Ich glaube, gemäßigt ist das... Das Gegenteil von gefräßig. Okay. Wir haben uns bald hier alle versammelt. Meine Untertanen und ihre Bauern. Und now müssen wir nur noch hier... Warte, in die Mitte wollen wir noch den 16er stellen. Hier nur hauen wir den 10er rein. Der ist ambitioniert, der 16er. Ich mag keine ambitionierten Leute in meiner Nähe. Achso, ich bin der Elfer. Wie dich wirklich... Was ist meine persönliche... Wie gut kämpfe ich? 26. Meine persönliche Kampffähigkeit ist nicht so schlecht. Nur falls es ein Duell oder so passiert. Ich meine, es ist ein bisschen risky, aber es gibt halt lustigere Möglichkeiten. Let's do it. Ich bin wenigstens nicht im Zentrum. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich nehme mal an, nicht. Aber ich kann es mir einreden dabei. Ich hoffe, wir gewinnen das jetzt. Bam! Die Schlacht von Terek. Okay, wir sind oben. Sie sind unten. Führe diese Flanke hier. Ich mache meine Flanke voll fertig, bitte. Easy. Okay, wir haben den Kampf gewonnen. Wie zu erwarten war, mit fast doppelter Anzahl an Mannen. Wir werden ihm gleich nachlaufen und ihn versuchen zu killen, wenn er irgendwo stehen bleibt. Ist ein bisschen ähnlich. Stackwipen ist schwieriger als in Europa und Universalis 4 und die Mechanik funktioniert auch nicht genauso. Aber es ist trotzdem gut auf sie einzutreten, während sie schon am Boden liegen. Nicht da? Wie man weiß, aus Schultagen ist das die beste Taktik. Just joking. Just joking. Ich habe nie auf jeden eingetreten, der am Boden gelegen ist. Meines Wissens nach.
Und es wäre komisch, wenn ich es nicht wissen würde, nicht? Ich würde mir vorstellen, dass das ein Erlebnis ist, egal ob man der Tretende oder der Getretene ist, dass einem durchaus in Erinnerung bleibt. Außer natürlich, man macht das jeden Tag. Dann vielleicht nicht. Aber das ist nun wirklich nicht der Fall. Der Schlacht von Tumutrakan, wo wir gerade jetzt sind. Gurgur, ihr prunkvoller Barbar. Nein, ihr prunkvoll Barbar steht hier. Zieht ein lauter Ruf durch die Steppe, wo ich mit meinem persönlichen Wachen eine enge Schlacht führe. In der Ferne sehe ich feindliche Verstärkung auf uns zukommen. Hör zu, beginne ich zu meinen Soldaten zu sagen. Die deutsche Übersetzung ist nicht so perfekt, sagen wir mal so. Wir werden sie vernichten. Herzog Gurgur von Teddy erhält die Eigenschaft aggressiver Anführer. Which is, dieser Charakter weicht nicht vom Kampf zurück und wird den Gegnern, die das Feld zu räumen versuchen, keine Gnade. Verfolgung plus 25%. I like it. Schaden minus 20, Verteidigung plus 25. Ich meine, inspirierender Anführer hat einfach nur positive Seiten. Schwindler, Unberechenbarkeit. Ich glaube, wir werden ein inspirierender Anführer. Ich meine, weiß ich, du sollst noch extra inspirierender Anführer sein müssen. Wenn man von einem in die Schlacht reitenden Eisbären nicht inspiriert ist, dann weiß ich auch nicht. Das liegt dann nicht an dem Eisbären, sondern an einem selbst. Ich wäre extrem inspiriert. Auch, kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich mitreite, wäre ich inspiriert. Wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, könnte man ja panisch, wäre vielleicht dann das richtige Wort. Aber der Eisbär müsste eigentlich gar nicht auf dem Pferd sein dafür. Es wird eigentlich der Eisbär. Er müsste eigentlich keine Rüstung haben. Es reicht eigentlich ein Eisbär, der auf mich zurennt, damit ich panisch werde, glaube ich. Also ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ist noch nie passiert. Aber so ich mich kenne, will ich das stark annehmen. Wir versuchen jetzt gerade noch ihn zu killen. Ein weiteres Mal und dann gehen wir mal Kuma belagern. Naja, sehr gut. Sehe gerade auf dem Weg. Perfekt. Aber ihr habt jetzt gesehen, deswegen ist es schon manchmal gut, wenn man Truppen auch führt, weil man dann diese Events bekommt. No! What just happened? Oh, ich hätte es lesen sollen. Ich dachte, wir seien gestorben und deswegen habe ich es einfach gleich mal gelassen. What happened? Ist irgendwas geworden? Shit, ich hätte sich wegklingen sollen. Nein, es ist aber gar nichts passiert. Ich hätte es echt lesen sollen. Ich dachte jetzt, ich bin tot und alles ist vorbei. Don't! Do it. Die Landschaft bei Simmer. Ich muss vielleicht doch aufhören, Truppen. Nachdem ich das gerade gesagt hatte, muss ich doch aufhören, Truppen zu führen. Die Landschaft bei Simmer ist ein unvergesslicher Anblick. Ich wünschte, ich wäre nicht für einen Kampf hier. Wenn all dies vorbei ist, werde ich vielleicht mit Grauwur hierher kommen. Plötzlich wird meine Schwester aus meiner Hand geschlagen und ein Soldat schreit mit einer Stimme wie ein Dämon: Ich hol mir dein Bein. What the fuck? Okay. Mir wird gerade das Bein abgeschlagen. Das stelle ich mir jetzt eher ungesund vor. Schwer verletzt. Gesundheit minus 2. Oh Gott. Okay, wir sind jetzt einbeinig und ich sind gerade schwer verletzt, also ich könnte jeden Moment sterben, was wiederum momentan bedeuten würde, dass das Spiel aufhört. I would not be a fan of this. Wir gehen jetzt mal nach Kuma. Wir sind mittlerweile ein Einbein. Das ging schnell. Wir sind ein einbeiniger Eisbär, der versucht, ein Baby zu ermorden. Willkommen zu Crusader Kings 2. By the way, apropos Baby ermorden. Niemand, immer ist... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es will schon wieder niemand mitmachen beim Baby ermorden. Es wäre aber wichtig halt. Für das Reich, dass das Baby stirbt. Ja, das sind auch die... Jesus, das sind auch viel größere Festungen. Ich spiele gerade, ich glaube, ich spiele mein anderes Random Game. Ja, man muss das machen können. Mein anderes Random Game spielt um... Halt, der, was ist das früheste, wo man anfangen kann? 700, 800, 600, irgend sowas? Da sind halt diese ganzen Besitztümer noch nicht so ausgebaut. Da hat man noch viel weniger Armee, wenn man mit als Graf anfängt und auch... Diese Festungen sind nicht also riesig.
Geh nochmal kurz auf Geschwindigkeit 4 her. Ich glaube, wenn wir ein oder zwei Belagerungen hier fertig haben, sollten wir auf 100% sein, dann können wir unsere... Können wir den Frieden erzwingen und damit unseren Casus Belli hier durchsetzen, also unsere Ansprüche. Hat noch nicht ganz gereicht, aber jetzt hat auch noch 1200. Echt nicht übel. Das hier ist der Aufgebot eurer Vasallen schon zu lange in Herfolge. Also sie müssen schon zu lange für mich kämpfen. Wir sind eh gleich fertig. Chillt's mal kurz. Ja, wie alt bist du? 13. Komm. Schnell erwachsen werden. Sieg. Also ich sollte eigentlich Intrige machen dann. Wobei für Intrige kriege ich keinen... Oh, noch was, by the way. Zuerst mal kurz Frieden erzwingen hier. Yes. Ja, ich habe gewonnen und das ist jetzt meins. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt mal kurz wieder die Truppen senken. Man kann auch keinen Krieg erklären, während man... Also nicht... Wie heißt denn das? Persönliche Aufgebote? Was sagen Aufgebote? Gibt es da nicht ein besseres deutsches Wort für das? 100%. Levy? Was ist Levy? Was ist... Ich weiß nicht. Also die darf man nicht, das Gefolge hier darf man schon haben. Das sind sozusagen das kleine professionelle stehende Heer, das man hat. Aber das ist natürlich im Mittelalter nicht sehr groß. Apropos, haben wir nur Spezielles? Oh, wir haben... Was ist das für ein... Ein Bärgefolge? Dude. Wir brauchen ein Bärgefolge. Die können alle machen. Es gibt dann manchmal halt... Je nachdem, welche Kultur man hat, kann man bestimmte Gefolge machen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt von einem Min-Max-Standpunkt ein gutes Regiment ist. Aber wir müssen obviously als Eisbär ein Bärgefolge machen. Wie könnten wir das nicht tun? Das wäre ein Frevel. Kann ich ein Gelage abhalten oder so gerade? November, Dezember dürfen wir das machen. Neues Königreich, Tore schließen. Fils aber befördern, Adlingen Hof. Warum alles eigentlich nicht machen? Auf eine Jagd gehen ist manchmal auch ganz nett, muss aber auch nicht sein. Schmied suchen. Ich darf vielleicht auch gar nicht Geld ausgeben gleich. Okay, sie ist komplett geheilt. Sehr gut. Das heißt, sie sind jetzt einfach nur noch einbeinig. Das hat aber keinen Einfluss auf die Gesundheit, oder? Nein, meine persönliche Kampffertigkeit ist mittlerweile weg. Attraktionsmeinung. What the fuck? Das ist nicht okay, dass man mich nicht fesch findet, nur weil ich einbeinig... Oh, ich bin so schön, ich habe zwei Beine. Frechheit. Ich hoffe, meine liebe Bobomon ist nicht so oberflächlich. Das 13-jährige Kind, das mit einem sehr... Egal! Don't think about it. Der Verteidigungspakt gegen Dogo von dieses Plot wurde aufgelöst. Großhauptling, von wo bist du, Dogo? Ja, ist extrem interessant, wenn das da hinten passiert. Die innere Wunde! Leute, wir haben hier gerade viel zu tun mit Wunden. Nach der Schlacht von Semenda war es meine Aufgabe, die Familien der gefallenen Soldaten über ihr Schicksal zu informieren. Wieso machst du das selber, du Trottel? Du bist der Graf. Nein, du bist der Herzog. Nachts sehe ich noch immer den Hass in den Augen einer Tochter. Ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, aber ich habe ihre Leben zerstört. Also technisch gesehen ist es schon ein bisschen deine Schuld. Aber ja, nein, ist überhaupt nicht deine Schuld. Ich hätte es sein sollen... What? Nicht sein Vater? Ihr findet den Weg, die Schuldgefühle dauerhaft abzulegen? Nein? Ich bin bitte nicht suizidal. Manche wollen mich noch immer tot sehen. Depressiv und zynisch. Genug von diesen Gefühlen bei Pandolf. Ich werde jemanden... Whatever. Ich erhalte die Eigenschaft zornig. Okay. Gestresst, aber dafür nicht depressiv. Was ist depressiv wieder? Ich bin doch so ungern depressiv. Wobei, ist zynisch besser, oder? Gerade wäre zynisch halt ein bisschen besser. Als zornig. Weil die Intrige, die fehlende. Okay, gestresst ist schlimmer für die Fruchtbarkeit als depressiv. Interesting. Für die Gesundheit ist es gleich. Die persönliche Kampffähigkeit ist gestresst auch schlimmer. Aber halt die... Für... Ich glaube, wir werden einfach depressiv und zynisch. Fuck it. Let's go. Nice. Depressiv und zynisch.
So macht das Leben Spaß. Können wir da noch irgendwas bauen? Irgendwo wollte ich das bauen. Das nächste Burgstädtchen kann ich noch. Kann ich irgendwo Burgstädtchen bauen? Oder sind die alle schon voll? Okay, die sind alle schon voll ausgebaut, überall. Und dafür haben wir noch die Tech nicht. Ebenfalls. Okay, wir haben überall die Max-Burgstädtchen. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist Burgbefestigung. Oder Bergfried. Ich meine, der nächste Bergfried wäre auch nicht schlecht eigentlich. Brauche ich aber ziemlich viel Geld dafür. Wie viel Geld machen wir momentan? 13 pro, okay. Wir können eigentlich auch gleich den nächsten Krieg führen, bevor es zu spät ist hier gegen Kuban. Können wir noch genug halten? Ja, ich habe noch, also die Domänengröße hier ist, wie viele Länder ich selber persönlich halten kann, ohne dass ich sie einem Vasallen gebe. Das heißt, da sind wir 5 von 6, das geht sich schon noch was aus. Also, checken wir uns Kuban, würde ich sagen, für einen Moment. Hast du irgendwelche Pakte? 4 Pakte. Sind aber nur nicht Angriffspakte, keine Verbündeten. Let's go. Bin noch schlechter als der letzte, mit dem ich Krieg geführt habe. Herzögliche, das ist nämlich interessant. Ich muss 250 Pietät draufblechen. Dann bin ich ziemlich auf minus Pietät. Ordentlich Gold. Oder wir machen einen Grenzdisput. Kostet noch mehr Pietät und noch mehr Gold. Und der Patriarch mag mich nicht. Also will man wahrscheinlich, aber das war Vassalisierung. Es kostet mich nur Prestige. Gar nicht so viel Prestige, actually. Und ich meine, in beiden Fällen vassalisiere ich dich nur, aber es sind zwei verschiedene. Also in beiden Fällen kriege ich nicht selber die Grafschaft, sondern du wirst nur zu meinem Vasallen. Egal, ob wir die herzliche Eroberung machen, weil da steht, wenn wir den Krieg gewinnen, Graf Herzog Grückr wird zu Graf Ursus neuem Lehnsherr. Das ist genau das gleiche wie bei Vassalisierung erzwingen. Wir machen Vassalisierung erzwingen. Da haben wir dann ein bisschen wenig Prestige haben. Darf ich nicht? Wieso? Also, ich kann es nicht bezahlen. Prestige-technisch. Ja, dann machen wir halt immer noch ein bisschen. Krieg ist sowieso überbewertet. Wir müssen gerade ein bisschen Sex haben stattdessen. Oder ein Baby töten. Neue wichtige Aufgabe. Achso, wir könnten Geld... Nein. Was bringt mir der Schmied? Das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Aber wir können Gelage abhalten. Das geht halt auch ein bisschen ins Geld. Aber vielleicht kriegen wir Prestige dafür. Der fahrende Minnesänger kam trällernd in die Burg stolziert und hörte nicht auf, damit er mich fand. Er beendete sein Lied mit einer schwunghaften Verbeugung und einem langen, traurigen Ton aus seiner Flöte. Dann bat er um Anstellung. Sure, let's go, 10 Gold. Die Musiker waren in aller Munde. Als mir die Vorbereitungen meines Gelages etwas Zeit ließen, konnte ich mir mit eigenen Augen und Ohren in Erfahrung bringen, über was die Leute da redeten. Die Musiker waren gut und sie suchten nach einem Arbeitgeber. Yo, ich bin im Club und hau die Fuffis nur so raus. Der schönste Teil der Vorbereitung eines Gelages ist die Entscheidung über das Essen. Hirsch muss aufgetischt werden, Wildschwein und Ente. An Gewürzen und Met darf es auch nicht fehlen. Für den Nachtisch, Käse und vielleicht einen Schwan oder einen Pfau. Ja. Die meisten Vorbereitungen für das Gelage sind abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch die Einladung verschicken. Let's go, wer es kommt, wenn nicht. Du Schwein! Oh, Herzog Gurgur! Ich danke euch für eure Einladung, aber leider werde ich nicht an eurem zu eurem Gelage kommen können. Vielleicht vielmehr weigere ich mich, auch nur einen Fuß in eine Burg zu setzen, in der ihr euch befindet. Hochachtungsvoll, Bürgermeister Nanuk. Ich muss sagen, das hört sich nicht sehr hochachtungsvoll an. Motherfuckers. Meine eigenen Vasallen! Endlich, die Gäste sind da, waren aber nur zwei, das ist nicht ganz so schlimm. Die Gäste sind da, alles ist vorbereitet. Die Köche haben Tag und Nacht an der Zubereitung des Essens gearbeitet und die Burg sieht schöner aus als je zuvor. Let's go. Gegessen wird. Bisschen Prestige. Der letzte Gast ist nach Hause zurückgekehrt. Alle sind sich einig, dass dies das beste Gelage des Jahres war. Ich krieg 10 Prestige und alle Gäste haben plus 5 Meinung für 2 Jahre von mir. Ist doch nett. Aber wir bräuchten eben noch ein bisschen mehr Prestige, bitte. Sollte irgendwie stolz werden oder so, da kriegt man auch Prestige dafür. Wir müssen irgendwann auf Family wechseln hier. Es ist wirklich ein bisschen problematisch hier, dieses Baby erweist sich als fucking zäh. So ein zähes Baby. Vielleicht können wir ihn ermorden und ein neues, aber das Problem ist, sein Vater müsste halt abkratzen. Kann ich zuerst den Vater killen und dann das Baby? How easily could I kill you? Wahrscheinlich stecke 25 Kugeln. Aber ich weiß ja nicht. Schauen wir mal, ob wir das machen könnten.
Schauen wir einfach nochmal nach. Weil, das sind die, die jetzt schon mitmachen werden. Aber vielleicht können wir noch andere überreden. Ja. Ja, schauen wir mal, ob wir den Papi umbringen können. Bisschen ein Geldgeschenk. Ich möchte dir was schenken. Nein, da will ich nicht mitmachen. Wieso darf ich dir nichts schenken? Oh. Sollte dir doch eigentlich Bürgermeister. Habe ich dir schon ein Geschenk gegeben? Dann sollte das ja hier sein, oder? Genosses Gelage. Wieso kann ich ihm nichts schenken? Ah, da ist Geschenk schicken. Okay. Ey, ich habe mich gerade schon so gewundert. Geschenk schicken? 38 Gold kostet ein Geschenk. Dich, Junge, bist aber nicht billig. Okay, ich will gerne auf über 100 kommen zumindest. Wie schauen wir jetzt gerade aus? 65. 81. Na, müssen wir schon noch ein paar mehr Leute einladen, leider. Das geht sich immer noch nicht ganz aus, sogar wenn ich euch beide einlade. Egal. Es sieht momentan gewinnbringender aus, als zu versuchen, das Baby zu killen. Also killen wir ihn. Oder versuchen es. Schenk schicken. Ich meine, wir geben gerade Geld aus. Nur am Geld ausgeben bin ich. Dabei bin ich doch eigentlich gemäßigt. Friede sei mit euch. Ein faszinierender Plan. Ich finde ihn auch sehr faszinierend. 106. Alright, genau. Ah ja, und wir können ja noch... Ich meine, es ist nicht besonders gut. Aber wir können uns in dem Hofspitzel noch ein Agentennetzwerk aufbauen in Manage, damit wir das noch ein bisschen wahrscheinlicher machen, dass wir den guten Chef hier umbringen. Und dann eben hoffentlich, ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wie alt bist du? 4. Ein paar Jährchen Zeit, dann wird er ein Kind Herrscher und dann hassen ihn alle und dann können wir ihn auch noch killen und then we're done. Das wäre der Plan zumindest. Wir schauen jetzt prestigemäßig aus, 215 haben wir. Wir brauchen 250, gell, um dich zu vassalisieren. Okay, das ist fein. Wie alt bist du? 15, es ist bald soweit. Wann hast du Geburtstag? 20. August? Okay, du wurdest gerade 15. Aber es ist bald soweit. Und dann geht's ans Kindermachen. Dann brauchen wir auch einen anderen Fokus, damit wir ein bisschen mehr Fruchtbarkeit haben. Wir sind ja leider fucking depressiv. Bist du nicht irgendwas Blödes geworden gerade, oder? Wie Chased oder so. Also, was heißt denn? Wieso fallen mir gerade die... Okay, ich muss das jetzt gerade ein bisschen auf Deutsch spielen, damit ich die ganzen deutschen Attributbezeichnungen weiß. Stur. Nein, shit, deine ist besoffen. Nein, du bist aber gar kein Alkoholiker. Hey, im Vollrausch ließ Baron Aurore von Stepnoje in einer hiesigen Schenke jedermann von meiner Verschwörung gegen Graf Björn von Manitsch wissen. Ich hätte diese versoffene Quasselstrippe niemals in eine derart delikate Verschwörung einweihen sollen. Verschwörung aufgedeckt, ist fein. Ich meine, er hat wahrscheinlich besorgniserregende Kunde bezüglich Marschall Bürgermeister Smokey erreicht euch. Offenbar setzt der Soldat ein, um den Bauern in Karlaus Geld abzupressen. Nicht risikolokale Revolte. God damn it. Ist nicht länger Marschall, 50 Prestige. Ich meine, das ist ja sowieso dabei. Er ist halt scheiße, aber ich meine, die anderen sind auch scheiße. Habe ich einen besseren Marschall, einen möglichen? Ja, ich habe schon einen möglichen besseren. Na, wir hauen ihn raus. Fuck it. Wir holen uns einen besseren. Du bist ambitioniert auch noch? Oh ja. Der Björn mag mich gerade nicht mehr. Das ist eine große Überraschung. Wir sollten Revolten unterdrücken. Wen kann ich? Bürgermeister Smokey kann ich einkerkern? Bürgermeister Smokey, eigentlich bist du mir ziemlich egal. Ich weiß nicht, wieso wir das jetzt machen sollten. Wir haben ihn eh schon weggehaut. Ich meine, kann ich dann einen anderen, besseren Vasallen nennen hier? Possibly. Befehlshaber. Die sind alle scheiße. Wie viel Prestige haben wir? 227, okay. Okay. Wie steht die? Die Intrige steht noch, auch wenn sie aufgedeckt wurde. Passt schon. Wie heißt der Malus, den ich bei ihm habe? Würde mich doch interessieren. Versucht mich zu ermorden? Versucht der Mord! Mhm, nee, ist...
Da verstehe ich jetzt. Da kann man schon mal angefressen werden. Wenn einer versucht, irgendwer zu morden. Also, die Satzstellung sollte eigentlich ein, wenn irgendwer versucht, einem zu morden. Aber ich hatte zuerst schon einem gesagt, dann ging es nicht mehr. Versteht ihr? That's the problem. Okay, aber ich will sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Cut. Ich hoffe, wenn man das euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da und abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!